herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout Tactics. Wir haben es ja in der letzten Folge geschafft, alle Eingänge der Beastlords einzunehmen und haben es sogar schon geschafft mit Kate und Matt. Wie heißt sie? Yoru. Sogar schon bis hierhin so gelangt. Hatten schon hier alles aufgeräumt. Hier ist der Boss von denen. In der Truhe halt, hat mir gesehen, noch Ende der Folge, dass es die Todeskrallen-Matriarchin, die als immer die neuen Todeskrallen gebären muss, die halt gefangen ist. Die können wir befreien und die hilft uns dann im Kampf gegen diesen Typen hier. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, ob dann die uns dann feindselig gesonnen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wie auch immer. Hey, was soll das denn? Du sollst doch nicht... Muss mal laden. Ihr könnt euch erstmal hier hin tun, meine Freunde. Ja, Jo ist noch ein bisschen vergiftet, ich weiß. Ihr könnt euch schon mal hinlegen. Falls welche auf euch zukommen. So. Das letzte hatten wir ja gesehen, wenn ich mit meinem Trupp, mit den Truppen immer so normal reingehen wollte, das war immer nicht so sinnvoll gewesen, weil wurden ziemlich überrascht immer. Weshalb ich vielleicht diesmal, nee, Farsight war das gewesen, der Trupp, dass ich dieses Mal beide Trupps gleichzeitig reinschicken werde. Und hoffe mal das Beste einfach. Salve! Mach eine Salve! Ach ja, schwer verletzt, das kann ich nicht dulden. Du lad erstmal nach, mein Freund. Ich dachte, die hätte schon alle nachgeladen. Speichern. So, wen hast du eigentlich? Du hast die Jax. Du hast auch mal eine Salve. Stein, du auch. Speichern. Los, töten! Töten! Hat der Kreissäger oder was? Gut gemacht, Farsight! Und du, Junge! Mach auch was! Ja, manchmal ist halt schon so eine Salve besser. Kannst du vielleicht von ihr aus schießen? Ja. Dann tut es auch. Die alte haltet nämlich nicht mehr allzu viel aus. Ah, Jax, du gehst mal lieber ein Stückchen weiter weg. Du darfst dich heilen. Schnitzelfleisch hast du auch, das kannst du auch gleich noch nehmen. Da kommt nur ein bisschen Heilpuff, ich weiß. Wahrnehmung sinkt dadurch temporär, in kurzer Zeit. Dann ist im Moment die Heilung wichtiger. So, du machst erstmal. So. Du machst wieder Einzelschuss. Hat zwar noch gut Munition, aber auch mal trotzdem. Du darfst dich auch gerne heilen, wenn ich deine Heilmöglichkeiten finde. Hier, Heilpulver. Eine Glückssorte darfst du auch noch essen. Du bist mal glücklicher. So, mein Freund. Stitch. Fahle Fleischpastete. Lecker, lecker. Oh, ich hätte früher speichern sollen. Aber zumindest habe ich gesehen, so geht's. Trotzdem muss ich noch ein bisschen aufpassen. Ihr solltet eigentlich auch nach unten gehen. Ja, ihr sollt nach unten gehen. Ja. Das war jetzt
irgendwie nicht so, wie ich das wollte. Ja, ich muss zugeben, ich hätte jetzt eigentlich, wie gesagt, speichern müssen eigentlich. Merkst du, was erstmal gleich dein Schnitzelfleisch essen? Was ist das denn? Das brauchst du nicht nehmen. Ein Stimbeck. Vielleicht ein Heilpulver. Vielleicht noch ein Heilpulver. Abspeichern. So. Jetzt gehst du erstmal nur nach unten, mein kleiner Freund. In die Farside. Ich geh erstmal wieder hoch. Fahrzeug wartet hier oben. Jax, du gehst jetzt nach unten. Lockst diese ganzen Leute mal hoch, wenn möglich. Sie ist eher vergiftet eigentlich. Los, tötet den Nahkämpfer. Ach, die haben diesen Giftspeer, Alterspeer. Deshalb. Na komm. Gut. So, ja, das passt doch schon mal ein bisschen. Jetzt kann ich erstmal abspeichern. Jetzt kann ich Fahrzeug nach unten schicken. Ja, du hier hingehst und schon mal ihr Rückendeckung gibst. Also. Hier hin. Du kannst auch schon mal schütteln vorrücken. Ich muss auch versuchen, den da hinten abzuknallen. Schieß, schieß! Genau, stirb! Du bist nämlich tot. Nicht wir. Nachlad. Gut, ja, das hat doch schon mal gut gepasst jetzt. Trotzdem würde ich mich erstmal nicht unbedingt weiter vorwagen jetzt. Ihr werdet erstmal hier innehalten und werdet erstmal kurz ein bisschen bleiben. Na gut, bei dir ist eigentlich weniger Wahrnehmung nicht so gut, aber trotzdem zwei Heilpulver nimmst du jetzt auch. Jax, du nimmst auch noch ein Heilpulver. Das genügt. So. Jax wird unsere Energiewaffen machen, also was das mal das verbessern und noch einen Punkt auf das. So. Nach einer Stufenaufstieg? Nein. Und speichern. Jetzt kann ich den Trupp auch noch runterschicken. Bandregal. So, du gehst schon ein bisschen mit, da kannst du hier. Hierhin, dass mir niemand in den Rücken fällt von denen. Was wird Einzelschuss? Geh schon mal hier hin. Tja, was hat eben geschossen? Geworfen. Ja, muss ich sagen, so passt das. Hier haben sich zwar welche verschanzt in der Küche aber, oder im Essen, Speisesaal, aber das stört mich jetzt nicht sonderlich. Speichern. Denn die beiden, na gut, das ist dann in die Haupthalle geht's hier. Weil die beiden, muss ich sagen, die stören mich jetzt nicht sonderlich. Ah, jetzt sind noch hier einer hingemacht. Jax, du musst helfen. Salve. Du leg dich hin. Jax, du musst das schaffen. Geh in Deckung, Jax! Du Wahnsinniger! Bist du tot? Ja. Denn wir brauchen unsere geliebte Farsight. Sie muss es richten. Weil die hat eine höhere Reichweite und naja. Na komm. Farsight schafft das schon. Du kannst mal vorhin kannst auch noch ein paar Einzelschüsse abgeben. Leg dich hin.
braucht Ablenkung. Schieße ich nämlich der Beastlord auf Farset ein, dann kann ich nämlich ein bisschen rumschleichen, kann dann vielleicht eine Salve reinknallen. Na gut, jetzt hat es schon Farset sowieso geschafft. Ja. Ich weiß, ob hier noch ein paar Gegner jetzt auf uns warten jetzt, aber Falle entdeckt. So, so. Nein, 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 ich soll die abschießen. Gut. Noch ein bisschen was. Etwas Animal zu viel Platz. Wie sieht es bei dir aus, mein Freund? Ein bisschen, aber auch nicht so viel. Ja, ich will das mitnehmen eigentlich. Ein bisschen gerade so nicht überladen, also das ist schon mal okay. Ach, Jax ist ja fast tot. Ach komm, nimm ein paar Heilpulver. So, das reicht mir erstmal. Hat auch noch einer von denen Platz, um was zu nehmen? Eigentlich nicht. Er hat noch ein bisschen Platz, aber so wirklich Platz hat eigentlich niemand mehr von denen. Ah, verdammt. Ich hab doch gesehen, es gibt zwar irgendwo ein paar Schränke, wo ich was reintun kann, weil dann müsste ich dann theoretisch, wenn ich das mache, dann offline vielleicht mal rumlaufen und alles in Schränke verpacken. Irgendwo habe ich mal ein Regal gesehen, Topf, da könnte ich vielleicht das auch reinmachen. Irgendwo hier habe ich auch gleich gesehen, ist ein Wandregal, was ich dann anwählen kann. Und dass ich dann nämlich das alles dann vielleicht in die Kisten packe, dass mir das, ja, das hier, dass mir das dann nicht wegspawnt. Aber das will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Speichern, mal richtig speichern. Ich will mich das, genau. Ich will mich noch von hier angreifen, dass ich nämlich hier das auch noch befreien werde hier. Mr. Stitch, Sprechstunde. Einladung Schrot, bitte. Was? Ihr seid ja wahnsinnig, ja, da drüben. Brauch auch eine Salbe, mein Freund. Gut gemacht, deine Salbe hat's alle umgehauen. Das belohne ich, indem ich abspeichere. Die Todesgrillen lassen wir mal in Ruhe, die hier drin sind. Das sind ja gar keine Todesgrillen. Zivilist. Du da bitte hilf uns. Gibt es ja mal einen Hebel, dass ich vielleicht das aktivieren kann? Dass ich die rausholen kann? Ich laufe mal ein Stückchen weiter vor erstmal. Hier ist ein toter Zivilist. Ich hoffe mal nicht durch uns. Oh, töten, töten, töten! Mein Kampf liegt zeigt Wirkung. Du bist nämlich tot. Das stimmt. Das hat wirklich gut geholfen. Ja, überladen. Naja. Macht nichts, denn du wirst nämlich einen Heilpulver nehmen. Und noch eins. Ein Heilpulver hat also ein Gewicht. So, so. Na komm, eins nimmst du noch. Bist du wenigstens nicht mehr überladen. Speichern, habe ich gesehen, da läuft nicht einer von denen. Leg dich hin. Gut. Mach was. Schieß. Kann nämlich der Kate-Trupp nämlich auch noch vorrücken. Ich erstmal nur auf defensiv gemacht, weil ich will nicht, dass er die Todeskeulen angreifen. Oh, ich mache wieder auf aggressiv. Ich speichere ab. Ach, groß sind ja zwei. Bist du gekommen, um mich zu töten?
Sicher möchtest du den Auslöser der Todesklauenplage töten. Töte mich und gib meinen Kindern eine Chance, in Freiheit zu leben. Ich möchte nicht einen Tag weiterleben und wissen, dass ich die Kette bin, an die meine Kinder gefesselt sind. Du zögerst? Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung? Vielleicht kannst du mich befreien und die Rache einer Mutter zulassen. Befrei mich, und ich werde im Blut ihres Anführers baden und sein heißes, zuckendes Fleisch verspeisen. Hat er gemacht wie so ein Jammerlappen. Ist er gestorben? Ich muss frei sein, ich muss mich aber befreien. Da können wir dann eigentlich von beiden Seiten den angreifen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Die Mutti befreit wir auch noch. Was machen die eigentlich da hinten? Beten die oder was haben die da gemacht für ein Schweinsgraben? Na, jetzt sind sie zumindest tot. Was haben die da gemacht? Gefoltert? Wer weiß. Gibt es zumindest nichts. Absolut nichts. Na komm, das nehmen wir noch mit. Ja, oh, bist überladen, ne? Das ist mir egal. Solange du nicht so überladen bist, dass du nicht mal laufen kannst, muss ich sagen, stoppt mich das jetzt eigentlich nicht so ganz. So, denn hier Hackebeil. Buschmesser, was bist du? Tak-Tak, weiß man nicht, was das sein soll. Überladen. Was ist ein Tak-Tak? Diese Waffe wurde eigens für eine Bande fernsehsüchtig am 20. Jahrhundert gebaut. Leider funktioniert sie genau wie eine echte Waffe. Aha. Ich denke, das Ding macht nur bis 21. Ist eigentlich nicht so die Welt. Ist eigentlich so die Welt. Ey, das Ding, was ich ja vorher hatte, ist schon ganz gut so. Du kannst in der faule Fleischpastete nochmal dich reinpfeifen. Bisschen Heilpulver. Gibt's da noch irgendwas hier oben? Nö. Gut, dann geht wieder. Watschelt euren Weg. Dann speichern wir nochmal ab und schicken die hoch, weil ich denke, wir müssen jetzt alle tot sein hier oben. Na, sieht so aus. Ich glaube, das war's hier. Naja, du musst frei sein, ich weiß. Sehen wir was Neues. So. Ich schon mal Farsight nach unten hin und Jax, fast nicht allzu viel. Das mal Heilpulver nehmen. So, die stählerne Bruderschaft ist gekommen, um uns zu zerstören. Wir sind die Tiergeister dieses Landes. Du kommst mir gerade recht. Meine Leute sind hungrig. Tötet sie, meine Bestien. Tötet sie, so dass ich in ihrem Blut baden kann. So nehme ich euch eure Macht. So stehle ich eure Gedanken. Aber was ist, wenn ich jetzt schmutzige Gedanken habe? Dann wirst du geil und... Oh, das war nur, eigentlich nur eine Todeskrolle in dem Sinne. Der Typ hier. Das Ding. Das Vieh. Geh runter. Salven. Modus. Hätte ich vorher machen sollen. Das schaffen die nicht mehr.
Salvenmodus, geh schon mal hier hin, geh schon mal da hin. Watschel, 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 watschel. Und speichern. Da bin ich schon jetzt hier angreifen. Da kann ich sie jetzt schon töten. Sag ich ja nicht, bin zu verkehrt. So greifen nehme ich erstmal die blöden Dinger an. Dann kann ich die Fels mal erledigen. Oh, dass nicht der Hauptboss angreift. Oder auch nicht, weil Dax tot ist. Ich musste vielleicht die irgendwie erstmal anders locken. Oh Scheiße, die kommen ja schon. Ich habe mich so gespeichert, dass die schon kommen. Nimm deine Heilung. Nimm deine Heilung. Nimm deine Heilung. Na, du bist tot. Sein Fell gehört mir. Flieht, ihr Narren. Flieht. Flieht. Verschanzt euch. So. Ah, ich bräuchte Fawcett eigentlich sogar hier drüben, weil die ja Schlösser gut öffnen können. Hier möchte ich gerne schon mal Stitch haben. Wenn welche von denen nämlich hochgeladen kommen, kriegen die nämlich schöne Salbe von Schrot in die Schnauze. Und da möchte ich noch gerne dahinter haben, dich. Du kniest? Hab keine Angst, Mensch. Ja, 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 ich befreie dich ja schon. Fahrseite, du musst einen Umweg nehmen. Du bist gut im Schloss öffnen, also ist deine Aufgabe. So, Stitch ist da. Jax ist da. Gut, gut. Jo, du wirst jetzt in Zeitlupe dahin laufen. Und bei dir, ja, du wirst eigentlich auch besser aufgehoben dahin. Also, Positionswechsel. Fahrzeit. Ich habe mal hier das Ganze versuchen, diese Leute eher mit zu befreien. Öffnen. Abgeschlossen. Deswegen sollst du öffnen. Weil du bist gut im Öffnen. Na also, Tür auf. Gelobt seid die Götter. Ja, war. Alles okay. Geöffnet. Ich brauche was zu trinken. Ich brauche was zu trinken. Das war wirklich eine böse Situation. Gut. Na komm. Geöffnet. Sie ist schon tot. Oder er. Ich weiß es nicht. Ich schick schon mal Jo hier hin. In Zeitlupe. Du gehst auch schon mal hier hin. Nicht in Zeitlupe. Bitte geh nicht weg, ich geh doch nicht weg. Ich will doch deine Zelle öffnen, verdammt. Nein, du sollst. Ich wollte eigentlich mit denen sprechen. Nein. Gibt es eine Todeskrankenkönigin? Ja, die habe ich schon gefunden. Geöffnet. Dann öffne auch.
Verflutung heraus, das hast du schon gemacht. Was für ein Albtraum in der Woche auf, träum dich den ganzen Tag. Das könnte Freddy Krüger. Dann würdest du dir wünschen, nicht zu träumen. Diese Bastarde verfüttern uns. Ja, so wirklich verfüttern könnt ihr euch nicht mehr. Erstens befreie ich euch und zweitens knall ich es alle ab. Jetzt ist es mit dem Verfüttern so eine Sache. Öffnen, 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 öffnen. Nicht erreichbar. Ihr seid nicht hier, um mich zu fressen, nein. Wir sind keine Kannibalen. Wir gehören der Bruderschaft an, wir fressen euch nicht. Ihr dürft uns nicht dienen, indem ihr arbeitet. Oder als Rekruten bei uns mitmacht. Da denkt ihr vielleicht, naja, hätten sie uns lieber gefressen, hätte ich vielleicht auch mehr davon gehabt. Dann denke ich, na, könnte schon sein. Pech gehabt. So. Ich muss hier immer noch rumschicken. Du kannst mal hier reingucken, das war ein Regal. Das hatte ich ja schon mit Stitch schon gern gesehen. Ah, du kannst das noch ein bisschen mitnehmen. Na, vielleicht auch nicht, hätte ich doch nicht mal Angst, jetzt bist du überladen. Aber du musst dir nur ein bisschen hinlaufen, so stört mich das nicht. Das mit dem Überladen, dass ich dann die Leute rumschicke, dass ich dann noch alles in die Kisten packe und das mache ich dann offline dann. Werde ich noch machen, aber wie gesagt, das wäre ich zusätzlich, dass ich das offline machen werde. Auch, dass ich dann den ganzen Inhalt, wenn das klappt, dass ich das in Kisten tun kann, kann alles mitnehmen, werde ich auch offline machen. Das muss ich dann euch jetzt nicht antun, dass ihr das alles sehen müsst unbedingt. So, ich weiß nicht, ob die dann gleich angreifen, aber wenn dann drei Leute sind hier, ist das schon ein bisschen besser. Es sind auch drei, also das ist schon gut. Ich sag mal, wenn die hier natürlich kommen, ist natürlich eine Salbe besser. So. Würde ich sagen, jo. Geh schon mal dahin. Jax. Dahin. Und du. Eine großartige Heldin. Du kommst nicht vorbei. Du gehst dahin. Kann ich nämlich gut abfangen, wenn welche kommen jetzt. Speichere nochmal ab. Speichere nochmal richtig ab. Weil sicher ist immer sicher. Und du befreist jetzt. Obwohl. Geh mal runter, ich will mal sehen, was es hier gibt. Also kannst du nicht mehr rennen. Scheiße. Dann lockt das Vieh an. Und jetzt befreist du die Alte. Gescheitert. Der Anführer der Beastlords ist tot. Jetzt müssen wir nur noch hinter das Geheimnis kommen, wie er die Todeskrallen unter seine Kontrolle gebracht hat. Das weiß ich doch schon. Jetzt öffne. Gescheitert. Uiuiui, Stitch. Gescheitert. Geöffnet. Komm, Mama. Mama? Endlich frei! Endlich! Meine Kinder, ihr seid keine Sklaven mehr! Ich werde das Mark aus euren Knochen saugen! Der Anführer der Beastlords ist tot. Das Geheimnis ihrer Kontrolle über die Todeskrallen ist gelüftet. Dein Trupp hat seine Mission erfüllt. Geh jetzt zur Startposition, um zurückgebracht zu werden. Da leben noch welche. Ja, das macht die Mama. Oder auch nicht. Oder doch, 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 doch. Dann kann mein K-Trupp auch vorrücken. Macht sie nieder! Krieger tot, wo ist denn der Krieger jetzt hergekommen? Gab's da noch einen, der wie befreit wurde? Verwundet. Ach so, das sind ja jetzt. Ah ja, ich verstehe schon. Die tun mir jetzt nichts mehr, weil klar. Das sind ja keine Sklaven mehr, deswegen tun mir diese Wesen nichts mehr. Klar, macht Sinn.
Und auch in der Hinsicht sehe, wenn ich sagen würde, ich suche den Stein und du machst hier die Schaltaffe, das ist nämlich die Todesquelle drüben, jetzt weißt du durch den Weg wieder nicht, auch dann ganz gut geschützt. Na klar, die Todesquellen sind jetzt in der Hinsicht keine Gegner mehr für mich. Es sind nur noch diese blöden Beastlords selber. Die werden jetzt von den Todesquellen niedergemacht. Es läuft überall rum. Ich werd's dir zeigen. Matriarchin. Verwundet. Die dürfen jetzt eigentlich auch nicht mal als Feinde angezeigt werden. Nö, auch nicht. Gut, dann mache ich die. Auch jetzt aus der Kiste rasen, befreie die. Den überladen, läufst du dahin, lädst nach in der Zeit. Du auch. Du auch. Du auch. Und du. Gut, war zwar super schön geladen, aber es macht nichts. Befreie sie, die Babys. Befreie sie. So. Da kommen die kleinen Babys. Watschel, watschel, watschel. Watschel, watschel, watschel. Wo sind die Alte? Hier. Du kämpfst, als ob du zu meiner Sippe gehören würdest, Krieger. Durch dein selbstloses Handeln sind meine Kinder jetzt frei. Danke für dein Vertrauen. Ich muss nachdenken. Ich würde gern mit deinen Anführern sprechen, wenn ich meine Sippe um mich versammelt habe. Ich glaube, wir haben uns angefreundet. Wo ist eigentlich da? Komm näher, näher. So, mal sehen, was gibt's hier eigentlich? Nicht erreichbar? Ja, das ist nicht erreichbar, stimmt. Eine Fleischpastete, die wirst du gleich essen. Machen wir es halt so. Die wirst du gleich essen. Das ist deine Belohnung. Und dann suchen wir mal, wo der Boss liegt. Na gut, ist selber hingeraten, ist selber dann gestorben, also ich glaube. Hier, Kaiser Darr. Dynamitspeer. Naja. Das ist aber jetzt nicht unbedingt so die Welt jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir da mehr vorgestellt als Belohnung. Ein Diamantspeer, na toll. Und das Geld war ja nicht schlecht, was ich jetzt bekomme, aber der Rest war eigentlich nur Müll. Watschel, watschel, watschel. So, was sagt unser Ziel? Nichts, einfach nur noch abhauen. Hätte ich gesagt, das mache ich dann als Opfer, dass ich dann hier die ganzen Krieger mir einziehen werde. Du kannst mal hier hingehen, kannst mal sehen, was der Krieger eigentlich dabei hatte. Hab keine Angst, Mensch. Hab ich nicht. Die Beastlords sind alle tot. Die Anführer sind tot von den Beastlords. Also ist eigentlich, sag ich mal, die Herrschaft der Beastlords im Grunde vorbei. Und auch die Todeskrallen sind eigentlich jetzt unsere Freunde. Na, ja, überladen. Was ist das eigentlich? Ach, das ist doch die Waffe, die ich kaufen will. Ah. Natürlich lieber 7 Felsbrocken weg. So. Denn das wollte ich doch kaufen, das Ding. Die FNP80C war bei Kriegsausbruch gerade erst auf den Markt gekommen. Aufgrund der Bullpup-Konstruktion und des kompakten Designs ist die Waffe leicht zu bedienen. Oh. Die P90C ist bekannt für lange Lebensdauer, große Zuverlässigkeit und Feuerkraft. Verpackt in einem markanten, äußeren. Ich glaube, das Ding hatte ich, oder habe ich das mal gekauft gehabt, das Teil? Weil die Reichweite ist halt geringer als die von Stitch seiner Waffe. Die hat nämlich 30 Reichweite. Allerdings weniger Munition. 10 Munition? Ich weiß mal nicht, ob das eine 10 oder eine, ob das jetzt 10 bis 20 oder 18 bis 28 ist. Ich glaube, das. Ja, das müssen 8 sein. 18 bis 28. Das hat nämlich 18 bis 28. Na, 18 bis 28, als ist die Waffe nicht so gut, hat auch weniger Reichweite. Allerdings mehr Munition. Kann also länger schießen, wobei ich nicht weiß, was schießt das eigentlich? Ach, Munition 9mm, ich dachte, das wäre, weil ich ja Schrotmunition bekomme, ich dachte, das wäre ein Schrotgewehr. Ach, das ist gar kein Schrotgewehr. Aha.
mal kurz gucken, was hat das eigentlich für eine Reichweite? 10 bis 20, 25. Ach, hier wieder. Das hat eine geringere Reichweite. Hat weniger Maximalschaden und ein bisschen mehr Grundschaden, was nicht schlecht ist. Hat 50 Schuss. Das hat nur 30 Schuss. Würde ich vielleicht dann eine Waffe vielleicht sogar nehmen, dass ich sage, gut, dass ich vielleicht ihm eventuell dann diese Waffe geben würde. Und sie behält die einfach noch ein bisschen. Müssen wir mal sehen. Aber das werden wir dann nicht in dieser Folge erfahren, weil an dieser Stelle werde ich die Folge beenden. Vergesst also nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werde ich dann hoffentlich dann wahrscheinlich dann in unserer Basis sein und werde dann schon hin und her gereist sein offline und werde den ganzen Quatsch verkauft haben. Zack. Und werde dann, wie gesagt, dann alles offline verkauft haben. Und dann, ja, werden wir weitersehen. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.